Jetzt Corona-bedingt mit dem Ausfall der ganzen Touristen sind wir blockiert. Also die Frauen können ihre Schwämme nicht mehr lokal verkaufen. Und Mariculture springt momentan ein und kauft die ganzen Bestände auf, damit die Frauen weiterhin ein Einkommen haben. Dann der ganze Korallenaufforstungsbereich ist wieder dezimiert worden. Wir haben wieder einen schwachen El Niño an der Ostküste von Sansibar. Wir haben wieder einen Verlust von etwa 40% von unseren ganzen Korallenbestand. Also da sind wir momentan an dem retten, was zu retten ist. Dann haben wir ein Projekt. Wir sind an der Community zu bestärken, dass sie Schonzeitprojekte selber organisieren können. Da haben wir sehr viele Meetings mit den Fischerei-Communities, mit den Fischern selber. Das ganze Projekt haben wir so unterbrechen wegen der Corona-Folge. Also wir können keine Meetings machen im Moment. Größere Gruppierungen sind verboten. Das hoffen wir, dass wir das jetzt im Juni oder im Juli wieder aufnehmen können und weiterführen.